Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Info Video. Lange erwartet war Season 1 und der Battle Pass seit gestern, den 19. März, ist es endlich soweit, möchte ich in Anführungszeichen sagen. Leider eilt der Battle Pass seinem Ruf weit voraus, denn vor Release des Battle Passes hieß es schon, da ist absoluter Scheiß drin. Und leider Gottes, muss ich sagen, kann ich das nur bestätigen. Also es sind vielleicht 3-4 Skins in dem Battle Pass drin, wo ich sage, da lohnt es sich den zu kaufen. Vergesst bitte nicht, dass das wirklich alles nur kosmetisch ist und dass das das Spiel nicht wirklich besser macht. Das Update war 3 GB groß und wer wirklich denkt, dass Season 1 das Spiel jetzt mega besser gemacht hat, der irrt verdammt gewaltig. Hier zeige ich euch mal kurz den Octane und das ist meiner Meinung nach bis jetzt das einzig Geile an Season 1. Denn Season 1 hat weder den Solo- und den Duo-Modus gebracht, was viele lange erwarten. Ich habe mich eigentlich auch schon drauf gefreut. Es sind auch keine neuen Waffen dazu gekommen. Also bis jetzt ist so ziemlich alles, was ins Spiel gefunden hat, außer der Octane totaler Bullshit, muss ich leider so sagen. Ich habe mich vorher bei YouTube und im Internet so ein bisschen umgeguckt, was die Leute von der ersten Season und dem Battle Pass halten. Und ich kann es leider nur bestätigen. Ich muss aber ein großes Aber hinter diese ganze Geschichte setzen, denn aktuell hat, auch wenn der Patch ein paar Stabilitätsprobleme behoben haben soll, kann ich nicht bestätigen, dass das so ist. Deswegen bin ich der Meinung, solange gewisse Probleme nicht behoben sind, sollte das Spiel auch nicht erweitert, vergrößert werden, weil solange, also ihr kennt bestimmt das Problem, ihr landet in einem Spiel und könnt euch nur verdammt langsam bewegen oder langsam springen, als würdet ihr auf dem Mond rumspringen. Und dieses Problem behebt sich erst, sobald so 1, 2, 3 Squads down sind und vom Server geflogen sind. Erst dann wird das Spiel langsam schneller und dann ist das Problem auch weg. Und solange das nicht behoben ist, bin ich der Meinung, sollte das Spiel nicht vergrößert werden, weil das macht die Probleme sicherlich nicht besser. Ansonsten muss ich sagen, dafür, dass es lange nicht sicher war, wann der Battle Pass kommt oder die Season 1 startet, ist es, also ich muss sagen, es ist schon mau. Klar ist das Spiel erst seit knapp 2 Monaten draußen und dann wird eine Season 1 angekündigt, in der eigentlich nur eine neue Legende kommt. Der Battle Pass, den kann man eigentlich mal außen vor lassen, wenn ich, man kann es ja wie ein DLC eigentlich betrachten, wenn man so sieht. So, die Season 1 geht jetzt 3 Monate und es ist wirklich nur eine neue Legende dazugekommen, nichts Neues. Also das Spiel ist jetzt nicht besser, toller, schöner geworden, es ist einfach nur kosmetisch hauptsächlich, bis auf den Octane. Aber der Octane ist wie gesagt sehr, sehr geil. Ich zeige euch zum Schluss an dem Video noch ein kurzes Gameplay. Meiner Meinung nach ist der, wenn man den richtig anwendet, overpowered, meine Meinung. Das haben einige andere schon bestätigt. Aber ein ganz großes Aber, wie gesagt, jetzt zu meiner Kritik. Ich gehe mal davon aus, weil, wie gesagt, der Patch war jetzt 3 GB groß. Es wurden ein paar Stabilitätsveränderungen gemacht, die ich nicht bestätigen kann, dass es besser wurde. Ich habe übrigens gestern gestreamt, den Download gezogen, weitergezockt und ich hatte das Problem, dass ich immer noch Stabilitätsprobleme hatte. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht war das auch Zufall, du landest und findest absolut keine Waffen, wo du irgendwie dich verteidigen konntest, jedenfalls nicht vernünftig. Also gestern lief richtig, richtig scheiße. Wovon ich allerdings ausgehe, mit den neuen Waffen oder dem Duo und dem Solo-Modus, ich denke mal, dass der im Laufe der nächsten Wochen mit reingepatcht wird, ohne dass man irgendwie was Neues downloaden muss. Das ist so meine Vermutung, wie es kommen wird. Und wenn das nicht kommt, dann wäre es wirklich traurig, weil was bringt mir eine Season, wenn da nur eine Legende kommt. Und ich bin immer noch fest der Überzeugung, dass noch eine zweite Legende in der ersten Season kommen wird, weil ich habe das in einem anderen Video schon mal gebracht. Es kommen ja, wann waren es, 11 oder 12 neue Legenden und wenn wirklich pro Season immer nur eine kommt, dann dauert es 3 Jahre und das kann ich mir nicht vorstellen, dass es so lange dauert. Der Watson wird wahrscheinlich die zweite Legende sein, die kommt. Ich gehe mit euch jetzt mal ganz kurz durch, was hier alles Tolles in Anführungszeichen für den Battle Pass zu holen ist. Also man bekommt gleich am Anfang für Lifeline, Mirage und Wraith einen Skin und da macht sich eigentlich schon die erste Enttäuschung breit, denn ich dachte eigentlich, das sind epische Skins am Arsch, das sind einfach nur blaue Skins und die sind eigentlich
mega langweilig. Das ist so ein bisschen Army-Style, so ein bisschen braun gehalten. Für Wraiths sieht es nicht ganz so schlecht aus, muss ich sagen. Da ich für die aber schon einen epischen Skin habe, ist der für mich mega uninteressant. Ansonsten gibt es pro Level halt meistens irgendwelche Tracker, was weiß ich, wie viele Kills du in Season 1 gemacht hast. Absolut langweilige Waffenskins, die sich von den Skins, die man sonst freischalten kann, absolut nicht groß unterscheiden. Ab und zu mal ein Apex-Pack. Ich bin eigentlich der Meinung gewesen oder dachte zumindest, dass man pro Levelaufstieg mit dem Season Pass, mit dem Battle Pass, nicht Season Pass, ein Apex-Pack bekommt. Das bekommt man absolut nicht. Also das finde ich mega schade. Hier bekommt man alle paar Level halt so ein Tracker-Kills pro Season, also in Season 1 für ein Bloodhound. Absolut nichts Besonderes. Und wer macht sich das bitte rein? Da finde ich es interessanter, wie viele Gesamtkills du hast. Oder wie viele Siege du mit einem gesamten Squad hast. Das ist doch viel interessanter. Hier haben wir nochmal einen Skin für die Prowler. Das sieht absolut boring aus, mal ohne Mist. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden, aber wie gesagt, die Community ist sich fast zu 100% einig, dass das absoluter Scheiß ist. Und es ist tatsächlich für 10 Euro absoluter Mist. Wie gesagt, es gibt für 28 Euro noch einen größeren Battle Pass, da schaltest du gleich 25 Level auf einmal frei. Spart euch ohne Scheiß diesen Müll. Also wenn es zu viele gibt, die sich diesen Scheiß kaufen, zeigt man damit Respawn Entertainment ja nur, oh, bitte mehr von diesem hässlichen Mist. Also das würde ich tunlichst unterlassen. Hier gibt es noch ein episches Battle Pass Punkte Boost, 5% Überlebzeit als Bonus Battle Pass Punkte, was auch immer das bringt, kann ich euch leider nicht sagen. Dann gibt es, glaube ich, alle 25 Level grob mal ein episches Apex-Pack. Da ist auf jeden Fall ein episches Item drin. Also wie gesagt, das ist alles nur kosmetisch, vergesst das bitte nicht. Deswegen, wer diesen kosmetischen Scheiß absolut nicht interessant findet, spart euch das Geld, kann ich wirklich nur sagen. Dann gibt es ab Level 48 einen Skin. Ich gehe jetzt nicht alles durch, weil wie gesagt, das meiste ist absolut langweilig. Für den Octane gibt es, da steht es ja auch, ein seltener Skin. Ist das nicht absolut langweilig? Haut doch da bitte ein episches Skin rein. Ich hoffe, dass die daraus lernen, dass die Community sich da einig ist, dass es scheiße ist. Und mal ganz ehrlich, guckt euch mal den Skin an. Das ist der Standard-Skin. Und jetzt guckt euch nochmal den Skin an. Also da finde ich den Standard-Skin in grün deutlich geiler als den hier. Also das finde ich absolut langweilig. So, hier ab Level 51 haben wir mal ein episches Skin, was wirklich geil aussieht für die Prowler. Aber ich finde die Prowler scheiße. Und schon ist mir das Skin absolut egal. Das Einzige, was ich wirklich geil finde, allerdings musst du wirklich bis Level 100 grinden. Und ich überspringe jetzt den Rest wirklich, weil es nichts Besonderes ist. Ab Level 100 bekommst du einen legendären Havoc-Skin. Der sieht echt mega aus. Und noch als Bonus, warum auch immer, noch ein Havoc-Skin, anstatt zwei verschiedene Waffen machen, kann ich nicht ganz verstehen. Also der Skin, dieses Skin sieht wirklich, meine Gott, ich habe den absoluten Sprachfasching, sorry. Also der Skin sieht absolut geil aus und hier in Gold, den finde ich sogar noch schöner. Aber es ist ja meist so, wenn ein DLC, sage ich mal, kommt, was das Spiel, wo sich alle einig sind, nicht wirklich besser macht, ist die Frage, ob man dann 3 Monate durchweg das Spiel so sehr suchtet, dass man das überhaupt erreicht. Der Hype für das Spiel am Anfang noch sehr groß ist, ist verständlich, aber ich sage mal, die Leute, die so langsam nach mehr oder nach Neuerungen schmachten und keine Neuerungen bekommen, macht sich natürlich Unlust im Spiel breit, das kann ich verstehen. Und ob man dann Level 100 tatsächlich noch erreicht, ist die Frage. Deswegen, ich versuche Level 100 zu erreichen, definitiv, weil mir macht das Spiel nach wie vor immer noch Spaß. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, die sollen nach und nach alle paar Wochen wegen mir ein bisschen was Neues reinpatchen. Die sollen erstmal die Stabilitätsprobleme so ein bisschen in den Griff bekommen, das ist meine Meinung. Also im Groben und Ganzen ist es hauptsächlich bis jetzt Bullshit. Gebt dem Ganzen bitte ein bisschen Zeit, das ist meine Meinung. Noch ist die Hoffnung nicht verloren, das Spiel ist ja trotzdem geil, da sind sich die meisten sicherlich einig. Ich zeige euch jetzt noch ein kurzes, knappes Gameplay vom Octane. Ich gehe kurz wirklich nur mal darauf ein, warum ich der Meinung bin, dass der overpowered ist. Zeige euch ein bisschen das Movement, mehr will ich euch gar nicht zeigen. Alles andere ist eigentlich uninteressant. Wie gesagt, man kann für diese Legend Tokens kann man sich den frei kaufen. Man muss kein Echtgeld benutzen. Ab 12.000 Punkte kann man sich den kaufen. So, wie gesagt, ich zeige euch jetzt kurz das Gameplay. Ich versuche jetzt mal ein bisschen abseits der Piste zu landen, damit ich euch ganz kurz in Ruhe zeigen kann, was der Octane so drauf hat. So, wir landen jetzt auch direkt schon hier und hoffen, dass uns jetzt hier keiner auf den Sack geht. Also,
die taktische Fähigkeit auf L1. Ihr opfert, wie gesagt, wie ihr am Lebensbalken seht, 10% Leben und ihr lauft für 6 Sekunden um 30% schneller. Und so wie ihr jetzt sehen könnt, solange ihr nicht unter Beschuss steht, heilt der Octane sich von ganz alleine. Und was ich so overpowered finde, man kann eigentlich fast sofort die Fähigkeit wieder einsetzen. Und das finde ich extrem finster. So, jetzt dauert es 2 Sekunden und schon kann ich es wieder einsetzen. Man muss halt ein bisschen auf seine Lebenspunkte achten. Und also die Fähigkeit ist absolut optimal, um aus dem Gefecht sich schnell zu entfernen oder einfach die Gegner zu umlaufen. Wenn du ein gutes Squad hast, die zu zweit versuchen, die Gegner zu pushen und du flankierst vielleicht von außen, das geht damit wunderbar. Oder wenn du am Anfang looten willst und willst ein bisschen schneller als deine Gegner sein, aktivierst du die Fähigkeit und bist sofort schneller. Und wie ihr vielleicht auch feststellen könnt, die ultimative Fähigkeit, die ist absolut sehr, also die ist sehr, sehr schnell voll. Und ich habe mit dem schon ein paar Mal so ein bisschen gespielt, also mit der ultimativen Fähigkeit, diese Plattform, die kennt ihr ja schon, die ist ja schon im Spiel drinne. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich warte jetzt einfach mal noch, bis die fertig ist. Dann diese Plattform schmeißt man sehr, sehr weit. Die haust du jetzt einfach hier so hin. Zack. Dann rennst du drauf zu. Und dann wirst du sehr, sehr hoch gepusht. Ich meine, ist jetzt uninteressant, wie hoch ich damit springe. Also interessant ist das nicht, aber für die Position jetzt. Es gibt Stellen, das sind irgendwelche großen Häuser. Da haust du diese Plattform hin und kannst dich ein bisschen höher katapultieren als die Gegner. Und kannst von oben, also High Ground, einfach auf die Gegner draufrotzen. Das finde ich geil. Natürlich können auch die Gegner diese Plattform benutzen. Das darf man nicht vergessen. Also wie gesagt, den Octane richtig benutzt, ist der meiner Meinung nach overpowered, weil der Heilungsprozess ist zwar sehr langsam, aber solange ihr nicht im Trouble seid, seht ihr ja, heilt der sich gar nicht so langsam. Ist zwar nicht das Schnellste, aber wartet 10, 12 Sekunden, dann habt ihr die 10%, die ihr hier Verlust macht, auf jeden Fall wieder drin. Das soll es soweit von mir gewesen sein. Wie gesagt, ich möchte jetzt die Season 1 und den Battle Pass nicht absolut schlecht reden. Habt einfach ein bisschen Geduld, das war es soweit von mir. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr neu seid. Natürlich, wenn ihr nicht neu seid, natürlich trotzdem einen Daumen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.